So, wir wollen uns nach einem Waffenhändler umschauen. Wir waren ja eben gerade bei dem Kräuterhändler und wo waren wir jetzt noch nicht? Also da ist der Südrand der Karte. Da haben wir schon alles aufgedeckt. Hier ist noch recht viel. Okay, da geht es schon mal nicht weiter, also wird hier das Ende sein. Aber hier in der Ecke können sie noch was verstecken. Was haben wir da? Hier eventuell auch, aber das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Wir waren ja schon mal hier gewesen. Kam da nicht durch. Und da. Es ist schon komisch, dass unsere Helden nicht so weit gucken können. Aber gut, wir wollen erstmal raus hier und wir wollen nach Nordosten. Geht's nicht durch. Okay, dann nach Westen, nach Norden, nach Osten. Und da sehe ich einen Schornstein. Sehr schön. Hier wäre schon mal ein Schmied. Dugo Balosch. Das könnte zwergisch sein. Ich gucke nochmal ganz kurz hier in die Ecke, damit Erik die Karte zu Ende zeichnen kann. Und dann gehen wir doch mal zu ihm rein. Definitiv kein Zwerg. Hallo, nicht Zwerg. Ja, was wollt ihr? Ach, schon unfreundlich. Das kann ja nicht gut enden. Was kannst du uns über Tjolma sagen? Schaut euch unbedingt mal die Pfahlbauten an. Echt sehenswert, sage ich euch. Die Pfahlbauten? Die werden doch normalerweise nur in Flussnähe. Ja, wir sind in der Flussnähe gebaut. Damit die Häuser ein bisschen weiter oben sind. Falls die Flüsse mal übertreten. Noch was? Nö. Also wenn man nochmal draufklickt, kriegt man anscheinend die gleiche Information wie vorher. Nicht irgendwas anderes. Schade. Zwerge? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Meine Esse erkaltet, entschuldigt mich. Es dauert Stunden, bis die Esse erkaltet. Aber na gut. Will wohl nicht reden. Na gut, dann eben nicht. Ja, wir können jetzt noch einmal rumgehen, aber da wird kein Gebäude mehr sein. Also gucken wir nochmal im Westen der Stadt. Da war ja noch eine kleine Ecke. Und sonst? Ja, was sonst? Wir könnten zurück in die Startstadt. Da war zwar ein Waffenhändler, aber die hatte eigentlich nichts. Das war echt albern. Wir könnten nach Tiefhusen. Aber, da waren mir echt zu viele Orks. Also die scheinen die Stadt zu belagern oder zu kontrollieren. Aber es ist dann halt fraglich, wie viel man da kaufen darf. Na, ihr Süßen, wie wäre es? Ich mache euch auch einen besonderen Preis, wenn ihr alle mitkommt. Es wird bestimmt ein Erlebnis. Mit gemischten Gruppen sollte man sowas nicht unbedingt machen. Nein, danke. Außerdem haben wir dafür kein Geld. So, hier war diese kleine Insel. Genau, da wollte ich nochmal hingucken. Da kamen wir nicht durch. Kommen wir hier irgendwo rum? So, da waren wir schon. Oh, da fließt der Fluss raus. Und irgendwo sollen hier Pfahlbauten sein. Also wahrscheinlich eins von den Häusern ist einfach nur hochgestellt. Das war's. Okay, von der Seite kommen wir auch nicht durch. Nee, sieht echt nicht gut aus mit dem Waffenhändler. Also Tiefhusen ist eine Möglichkeit. Wir könnten uns auch nach anderen Städten umsehen. Luwang müsste hier auch in der Nähe sein. Also wesentlich weiter südlich, aber einfach der Straße folgend. Der Haken ist, und da werden garantiert auch Orks sein. Und wenn es in Tiefhusen schon so unangenehm wird, dann wird es in so einer großen Stadt wie Luwang noch viel, viel unangenehmer werden. Aber wir brauchen Ausrüstung. Apropos Ausrüstung, wir sollten noch einmal ganz kurz durchgehen, ob wir irgendwas vom Krämer brauchen. Nicht, dass wir in den nächsten Städten keinen Krämer finden. Was echt albern wäre. Aber ja, wir haben Dietriche, wir haben unsere Schlafsäcke, wir haben Essbesteck. Sind irgendwelche Waffen schon beschädigt? Ja, das ist magisch, das kann nicht beschädigt werden. Okay. Du, halt ihn mal. Wie schaut's mit deinem Rapier aus? Bisher nichts. Aber der ist schon einmal zerbrochen. Also, davon wissen unsere Helden nichts. Aber in dieser Zeitverzerrung ist er schon mal zerbrochen. Und zwar auch recht schnell. So, wir hätten nicht gerne... Nee. 0? 7? So. Die gibst du bitte mal.
bin verwirrt. Du gibst bitte ihr 7 Pfeile. Ah, na also, warum habe ich jetzt immer noch Pfeile auf dem Cursor? Ach so, wahrscheinlich damit man einen riesigen Stapel haben kann, das dann auf alle Helden verteilen, wenn man möchte. Finde ich trotzdem ein bisschen ungewohnt. Na gut, zurück. Letzter Blick auf die Karte. Und wenn wir da jetzt nicht irgendwo ein Riesenloch sehen. Ach, das ist nicht riesig. Dann reisen wir weiter. Im Nordosten hatten wir ja schon geguckt. So, wir hatten im Süden einen Ausgang und im Norden. Gehen wir mal zu dem, der am weitesten weg ist. Einfach, weil wir es können. Ja, Sackgasse. Da war der Heiler. Herberge. Hinter der Herberge geht's raus. Ja, wir wollen die Stadt verlassen. Routenplanung. Wir können nach Norden gehen. Aber das sieht nicht so aus, als wenn es da irgendwas Interessantes gäbe. Na komm, gucken wir einfach mal. Wir sollten nur darauf achten, dass wenn ein Pfeil fliegt, wir sofort umdrehen. So, Möhren wieder nach vorne. Ich sagte, Möhren wieder nach vorne. Und schlafen. Eine Yoruga-Wurzel. Oh, Geogon Wegwendlen. Ich glaube, ich habe was gehört. Eine dunkle Gestalt tritt ans Lager. Gegrüßt seid ihr im Namen Travias. Das hatten wir doch schon mal. Was bist du denn? Es ist ein Streuner, der mit seiner wenigen Habe und zerschlissenen Kleidern durch die Gegend streift. Kann ich mich an eurem Feuer erwärmen? Also ja, wir haben genug Rationen und er wird uns schon nichts Böses tun. Und selbst wenn, wir sind zu sechst und er ist alleine. Außerdem hat der letzte Junker ja doch recht interessante Informationen für uns gehabt. Weil das ganze Straßennetz, worauf wir jetzt gereist sind, kommt ja alles von ihm. Also bieten wir ihm einen Platz an. Er erzählt von seiner Reisestrecke, kriegt Hunger, geben wir ihm was ab. So, nachdem ihr noch etwas Essbares in einem Rucksack gefunden habt, lässt es sich euer Gast schmecken. Unter seinem Schmatzen könnt ihr verstehen, wie er etwas von einem alten Karrenweg und dem Ödenweg erzählt und mit einem Dolch mehrere Wege in den Boden kritzelt. Schließlich macht er sich wieder auf den Weg. Mit diesen Beschreibungen dürfte es ein leichtes sein, sich die nächsten Tage zurechtzufinden. Das klingt doch sehr gut. Warum verlieren die Lebenspunkte? Zu einem Ersetzen müsst ihr feststellen, dass der Streuner 5 Dukaten gestohlen hat. So, ich hoffe mal, dass diese Wege es wert waren. Oh, macht einen ganz schönen Schlenker nach Osten. Aber wenn da irgendein Dorf wäre, hätten wir es doch bestimmt schon gesehen. Na gut, lassen wir uns überraschen. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Obwohl ihr aufmerksam die Umgebung des Lagers beobachtet, könnt ihr nichts Gefährliches entdecken. Müssen wohl Tiere gewesen sein. Und Geogon und Tirik regenerieren die Lebenspunkte, die sie gerade eben verloren haben, wieder. Trotzdem komisch, dass sie überhaupt welche verloren haben. Wir schlagen kurz mal unser Lager auf und gucken das Inventar von... Oh, die sind überladen. Okay. Mal den Säbel an Mürrem. Die ist noch kein bisschen überladen. So, schon besser. Tirik ist nicht überladen, kriegt trotzdem Schaden. Das ist jetzt komisch. Sind seine Schuhe kaputt? Sind schon ziemlich abgelaufen. Ist deine Sohle auch abgelaufen? Nee, sie sehen noch fast wie neu aus. Das könnte der Grund sein. Testweise gucken wir nochmal Geogons an. Die müssten jetzt auch abgelaufen sein. Nö. Daran liegt es also auch nicht. Ein richtiges Detektivspiel wird jetzt hier draus. Alle haben die gleiche Ausrüstung. Ist Tirik vielleicht auch nah an seiner Belastungsgrenze? Nee, der könnte noch 100 Unzen tragen. Erstmal dein Proviant. Nur das macht eigentlich auch keinen Unterschied. Die müssten ja eigentlich selbstständig essen. Rüstung vielleicht irgendwie beschädigt? Nein. Hm.
Aber ich denke mal, es wird irgendwas mit dem Gewicht zu tun haben. Also nicht, dass sie überladen sind, sondern dass sie allgemein sehr viel tragen müssen. Und deswegen so ein ganzer Tagesmarsch doch schon recht anstrengend ist. So, keine Kreuze und sie gehen einfach so weiter. Wir sind in einem sumpfigen Gebiet, also suchen wir sofort einen Lagerplatz. Und wir sollten mal ganz kurz gucken, welche Jahreszeit wir haben. Wir haben es mitten im Sommer. Heute ist Schwertfest. Den Tag müssen wir uns noch merken für den nächsten Teil. Der Tag ist wichtig. Wir haben nichts zu trinken mehr. Oh, das ist nicht so gut. Wir sollten uns vielleicht einen zweiten Wasserschlauch pro Person kaufen. So, Mürrum findet was zu trinken. Findet Wasser. Ja, sehr schön. Keine Kräuter. So, machen wir jetzt einen Schwenk nach Süden auf den Weg zurück. Ja, schaut so aus. Und dann probiere ich gleich mal auf der Karte irgendwie mich bewegen kann. Weil ich würde schon gern gucken, was noch so unten ist und nicht extra hinreisen müssen. Routenplanung. Mit rechts kriege ich nur das Auswahlmenü. Mit links klicke ich sofort, wo sie hinreisen sollen. Also muss ich planen, um zu sehen, was im Osten, Süden und so weiter ist. Nein, stopp. Reiseoptionen, wir wollen umdrehen. Okay, dann schlaft erstmal. Wir wollen nicht zurück nach Osten, da ist nichts wirklich Interessantes gewesen bisher. Wir wollen eine Route planen. Norden kommen wir her, Osten wissen wir, was da ist. Wir wollen nach nicht wieder durchs Gebirge, ne. Wir wollen zurück nach Westen. Und von da aus wollen wir weiter. Und zwar nach Osten. Ja, scheint wohl nichts an Tiefhusen dran vorbeizuführen. Also Süden. Nein, nicht weiter planen. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht, bleibt abzusehen. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir in Schwierigkeiten mit den Orks kommen, wir diesen Hauptmann zur Rate ziehen können. Also, wenn wir ihn dann irgendwie erreichen können und dass er dann für uns spricht, weil wir ihm geholfen haben. Ansonsten müssen wir einfach sehr vorsichtig sein. Wir sollten auf keinen Fall irgendwo versuchen, irgendwas zu klauen. Wir sollten nicht unbedingt unsere Waffen so zur Schau stellen. Wir wollen zu Fuß weiter. Ja, also keine Waffen zur Schau stellen, nichts stehlen, nicht übermäßig unser Geld vorzeigen, was ja nicht besonders viel ist, und uns allgemein sehr unauffällig verhalten, was ein wenig schwer ist mit zwei Elfen, die mit einem Zwerg zusammenreisen. Und wir werden geweckt. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe was gehört. Werden bloß Tiere gewesen sein. Na, besser so, als wenn wir überrascht werden würden. Wir sind in einer Herberge. Wir haben es aber erst Mittag. Also reisen wir weiter. Und morgen müssten wir in Tiefhusen ankommen. Ich schätze mal gegen späten Mittag. Vier Tarnelen, ein Wisselkraut. Und da ist gerade jemand während seiner Wache eingeschlafen. Oh. Es ruckelt. Goblins. Ach nee. Da werde ich keinen Kampf ausspielen. Sag mal einfach mal Computerkampf. Kampf berechnen. Keine Magie. Oh. Die sind zäher als gewohnt. Normalerweise hat unsere Gruppe Goblins nichts niedergemäht. Aber der Kampf hat länger gedauert als gedacht. Also unten diese Lebenspunkteanzeige. Kann aber auch daran liegen, dass ich die Spielgeschwindigkeit jetzt runtergeschraubt habe. Wir füllen unsere Wasserflaschen sehr schön und das Pferd ist richtig schnell. Wahrscheinlich, weil die Straße gut ausgebaut ist. Ihr habt eine Stadt erreicht. Wollt ihr sie betreten? Ja. Und die Musik wird gleich wieder bedrohlich. Aber ganz cooler Rhythmus. Ja, Orks. Ich mag Orks ja eigentlich. Also, ich nicht. Ich. So. Als ihr näher kommt, lässt ein junger Mann einen der Bällen fallen, die er gerade jongliert. Mit einer geschickten Überleitung hebt er ihn wieder auf und wahrscheinlich wäre der Vorfall niemandem aufgefallen, wenn er nicht plötzlich Mürrum angestarrt hätte. Sie hat mich verhext. Hier bleibe ich keinen Augenblick mehr. In wenigen Sekunden sind die Gaukler verschwunden
und übrig bleiben nur einige Zuschauer, die Mürrim wegen des entgangenen Vergnügens feindselig mustern. Wollt ihr feindselig zurückstarren oder unauffällig das Weite suchen? Wir suchen unauffällig das Weite. Es vergeht wirklich kein Tag, dass uns irgendjemand nicht dumm anmacht. So, da könnten wir wohl in die eigentliche Stadt. Aber gucken wir uns erstmal hier draußen um. Bist du eine Herberge? Viel Besuch, viel eher. Leider gilt's nicht mir. Anscheinend nur ein Privathaus. Ein Ausgang. Mit überall Totenkopfflaggen. Ja, die Stadt ist wohl unter Quarantäne. Oder Boykott. Wie nennt man das im Kriegszustand? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber gut, wir speichern erstmal ab. Und in der nächsten Folge gucken wir, ob wir da drin überhaupt vorankommen. Spiel wirklich sichern. Ja, LP, nicht K.O. Das hatten wir schon mal. 013. So. Und wir sehen uns dann gleich wieder.